scheint doch andere Techniken mitbringen sollen zum Kampf. Naja, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Chris! Ah ja, er greift nach vorne und kann mich trotzdem packen. Obwohl er hinter mir, also irgendwie ganz komisch jetzt. Das ist die Macht vom Füßer. Der hilft mir nicht so viel. Ja, klar, Fühle, du bist der stärkste Universum. Hier sind mindestens 4 Kämpfer, die stärker sind als du. Aber ist okay. Diese Scheiße, ey. Mann, hör doch mal auf mit der Kacke, Junge. Schade. Wenn ich nur zum Kotzen, dass man ihn nicht wiederbeleben oder heilen kann, ey. Wie sonst? Ja, super. Schön für dich, perfekt. Ja. Wie war das vorhin noch? In Trunks haben nicht die Zukunft. Und das Schicksal, was macht er? Labert und kämpft wieder. Er ist natürlich wieder nicht da. Ja. Ey, der Junge, der kotzt mich so an in dem Spiel, ne? Ich glaube, ich jetzt.
Son Goku könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben. Macht er ja gleich wieder weg, hoffentlich. Ich hasse halt nämlich, wenn man verkackt, weil die KI, also die Gegner-KI wieder besser ist als die eigene. Nämlich ziemlich nervig. Man kann auch nicht jeden Scheiß ausbügeln als Einzelspieler. Nee. Besonders nicht gegen drei. Verstehe sowieso nicht, warum man dauernd den Unterfall ist. Hier gibt auch noch einen Piccolo. Kann mir keiner erzählen, dass Son Goku der Einzige ist, dem Bescheid gesagt wurde. Ey, hör mal, wir haben da ein Problem. Ach doch. Ja, das liegt dann aber in der Inkompetenz von Trunks. Das ist der schlechteste Callcenter-Mitarbeiter, den ich je gesehen habe. Oh. Ich glaube, ich gehe direkt auf Vegeta los, ey. Vegeta ist nämlich wohl der anstrengendste von denen. Ja, okay. Hier, Meister, frisst deine eigene Attacke. Das ist wie Marvel, du musst immer direkt auf den besten Charakter des Gegnerteams drauf gehen. Ja. Hallo, hier bin ich weggerannt. War wenn ich das soll, stolze Saiyajin-Prinz? Ja. Besonders im Polyfeld. Ihr habt keine Chance! Es geht total in Umbruch! Ja, echt, ey. Friss! Aussieht, geht es aber Son Goku besser, wenn ich Vegeta bekämpfe. Ja. Ja, gerade hatte der ja kaum mehr Energie. Ja, Vegeta ist kaputt. Ich glaube, ich nehme eine letzte Energiekapsel. Wenn danach noch drei kommen, ey, dann streike ich. Dann beende ich das für heute, ey, da wird mir zu assi. Was ist denn bitte schön stärker als Vegeta, Little Milk, Gohan und Gotenks? Okay, da haben wir Bills. Ja, aber Bills lässt sich nicht kontrollieren. Ja. Ey, die haben das schon geschafft, Mr. Satan stark zu machen, ne? Der konnte fliegen und ich hatte ernsthaft Probleme gegen den. Kann auch sein, weil ich einfach zu niedrig von dem Level her war, aber... Boah, hat nicht so viel abgezogen, aber besser als nichts. Ah, Mann, ey, hör auf zu packen, Junge. Ah, fuck. Was
zurzeit bekomme ich auch nicht so sehr viel mit, dass ich Goku irgendwie verwandle. Das bekomme ich nicht so sehr mit. Nee, ist er ja auch nicht. Kommt gar nicht erst wieder runter. Ah, Nummer 2. Goku? Hallo? Wer ist denn jetzt? Nimm das Papa, genau. Toll, ist ja noch voll. Komm, war strategisch ja gar nicht mal jetzt so dumm, nachdem ich wieder mit dieser Goku gegen Vegeta abscheißt. Ja. Und diesmal hat Goku ja einiges an Zeit gegeben und Gohan hatte nur noch eine Leiste. Ja. Ach, ey. Alter Schwede. Jetzt kann ich aber wieder bemängeln, dass Son Goku wieder nicht genug tut. Jetzt fliegt er nur durch die Gegend rum und lässt mich machen. Scheiße. Die Frage dann, wie er das geschafft hat, den Gohan an den Leiste abzuziehen. Ja, da freue ich mich gerade aber auch. Also wenn noch 3 kommen, ey, dann sag ich dir, dann habe ich keine Chance mehr. Nee, aber was soll denn besser sein als der wird doch jetzt nicht seine ganzen Freunde gegen dich rausholen oder. Du weißt, das ist ein Dämonengott, die kämpfen immer so, ne? Müssen wir aber noch rumkriegen, außer der feuert jetzt die krassesten Attacken, die er kriegen kann. Goku, hilf mir doch! Genau. Na also. Alter. Boah. Ey. Yeah. Noch ein S-Rang, gar nicht mal so schlecht. Stufe 50 oder was? Alter Schwede, ey. So macht man das. Man nimmt sich mal direkt Vegeta. So, was passiert jetzt? Ja, ruhiger geworden, heißt ja nichts, ne? Wir wissen das. Ja. Sie haben ein Problem. Rufen Sie Namek an. Ja, 0900 NAMEK. Passwort Balls. Ja, ist doch wahr, ey. Ach du Scheiße.
Imigra und Belagerung Tokitokis. Sieg alle Gegner. Oh Gott, das klingt schon sehr doof. Außer die meinen mit alle Gegner nur ihn. Oh, kämpf wie ein Mann und ich wie eine Schwuppe mit Stab, ey. Verdammter Whis. Frag mich sowieso, waren das alles mal Kaioshins? Weil er trägt ja auch so Kaioshin-Ohrringe. Ja. Und wo ist überhaupt Trunks schon wieder? Wollte die irgendwas machen und dann hatte Freezer nun gesagt, wir wurden mit Hilfe der Dragon Balls wiederbelebt. Frage ich mich jetzt, ob Demi gerade vielleicht vorher schon rauskam und die oder irgendwie sie hat ihn gerufen oder hat irgendwas gemacht, um den Wunsch einzulösen und sie hat sie beseitigt oder so, keine Ahnung. Och nö. Ach, Trunks ist doch egal, Trunks ist eh scheiße. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich kann jetzt keinen Gegenstand benutzen. Ja, ich muss jetzt eh warten, bis der Super Saiyan wieder abgefahren ist. So, jetzt kann ich weitermachen. Ach, jetzt können wir auf einmal kämpfen. Kleiner Schwachkopf, ey. Ah ja, Trunks kriegt natürlich jetzt auch zwei Leisten, war ja klar. Ja, aber dafür hält er trotzdem nicht so viel aus, zum Glück. Trunks ist ja auch schwach. Er hat wohl die letzte Zeit einfach kein Training gemacht. Ja, wenn er kein Training gemacht hat, wird er dann auch schneller noch stärker als zum Board. Ja, Son Gohan hat ja der Glück durch die Kaioshin-Dingsbums, wird er auch nicht mehr schwächer. Okay, das war nicht dabei, GT ein bisschen komisch. Ja, das ist einfach Quatsch. GT ist Quatsch. Na, du kommst gleich dran, Demigra. Lass mich doch erst Trunks vermöbeln. Boah, ich finde sowas asozial, ey. Ja, da merkst du, das Kampfsystem eigentlich voll für den Arsch teilweise. Also nicht voll für den Arsch, das stimmt jetzt nicht. Das ist gut, so ist es nicht, aber an manchen Stellen ist es einfach nur nervig. Letzte Kapsel schlucken. Ich meine, ich verstehe, dass man nicht gegen mehrere muss, aber oh Gott, manchmal, ne? Komm, Trunks, jetzt sei K.O. So, jetzt kommst du wieder dran. Tut mir leid, du hast lange genug gewartet auf deine Schläge. Zeit für ein paar Schläge! Kommt der auch noch da runter? Wahrscheinlich hat er sich gerade erholt gehabt, im Flug noch. Glaubt sich die 75 Millionen Jahre warten gelohnt hat, mein Freund? Mein Gott, Alter, nimm deine Fäuste!
Der dann Mama nie kämpfen beigebracht. Jetzt friss! Oh, schönes Gesicht. Jetzt kommt bestimmt noch irgendwas. Merkst du, bist du doch nicht der Stärkste, ne? Oh je. Wo kommt die denn jetzt her? Die war die ganze Zeit da. Nix da. Ach, die kann ja doch was. Die kann ja doch was. Außer nur blöd reden. War Trunks da gerade versucht? Ich hab keine Ahnung. Das Ding durchschneiden. Weiß ich nicht. Ja, natürlich, der hat wieder volle Energie. Und bei mir sind meine Kapseln alle weg. Das ist natürlich super fair. Ja, toll. Ja, ganz vergessen, ich hab verkackt. Ja, besonders der macht nochmal jetzt die Attacke. Ach du Scheiße, ey. Sprich, ich muss die ganze Zeit mit dem Pussy wegrennen, versuchen Trunks zu besiegen, damit ich noch genug Zeit habe für den. Und genug Kapseln für den habe. Ja, blöd, dass man die Punkte währenddessen nicht nutzen kann. Ist doch ziemlich nervig, dass sie nicht, dass denen die Attacken auch teilweise egal sind. Ja. Also dass sie nicht auf die Angriffe reagieren. Hast du auch gesehen, da war es eine rote Leiste, ja, ne? Hat die auch gesehen, ja. Dachte so, oh, haben sie es immer ein bisschen. Ja, dann muss ich mich jetzt halt wie so eine Feigling in Trunks kümmern. Ich muss halt immer wegrennen. Ist ja kein Feigling deswegen, weil. Richtig bekämpfen, sonst nimmst du wieder zu viel Schaden von Trunks, wird deine Attacken ab, wenn die Attacken in den Rücken verpasst. Ja. Ja, genau, in der Teleportation greift er mich damit an. Ist klar. Will der mich verarschen? Anscheinend ist das mit Elfbox dann so. Naja, sind wir böse, sind wir feige, ne? Ja. Ja.
Nee, du Migra, hau ab, Mann. Hau ab einfach. Also KI-Kugeln schießen ist somit die Sache, wo mich am liebsten den Controller in die Fresse hauen würde, ey. Du kannst ja einfach nicht gehen, du kannst nicht wegfliegen. Komm her, jetzt! Ach, schon wieder der Mann, ey. Ja, mir bleibt eh nichts anderes übrig, als gleich mit Kapsel zu benutzen. Obwohl ich die Sensu-Kapseln habe, kann ich die nicht benutzen. Ja, Scheißdreck. Zu spät. Wir haben nur keinen Bock, wenn ich rausgehe, dann werde ich, kann ich die Kämpfe gegen die anderen sechs auch nochmal machen. Ja, dann warte. Dann versuch lieber jetzt. Osaeru. Time Patrol. Osokatta ja. Totsutsu wa waga te ni ochita. Kore kara watashi. Ah ja, sein Stab trifft also auch hinten. Sehr interessant. Ja, der Kombo zieht aber eigentlich auch nicht ab, finde ich. Die Verhältnisse. Und ich versuch's mal irgendwie, dass ich Trunks ignoriere. Beide erwischt. Das! Oh, 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 fuck, fuck, fuck! Mann! Du richtiger scheiß Tast und Hämmer darauf, dass du die Kapsel nimmst. Die kleine Kapsel kannst du wirklich viel früher ruhig nehmen. Bei dem Maß, wie die dir nur Heilung gibt. Aber deine Schroppe hier war gut. Ja, Trunks einfach vergessen. Ja, grins nicht, halt Fresse, komm her. Ich bin langsam angenervt von dir. Ich kann mir vorstellen, wenn ich den Mitra besiegt habe, dann spielt trotzdem da. Nein, du musst Trunks auch noch vermögen. Oh, Trunks wird alleine wahrscheinlich nicht so schwer. Ja.
irgendwie gibt's da immer einen Kniff. So, die Mikro habe ich gleich und dann kommt der nächste Kampf. Ja, egal. Habe ich schon mal den hinterhältigen Bastard weg. Ja. Jetzt noch nicht so viel bei dem machen. Dürfte eigentlich nicht, Trunks hat nicht mal besonders gute Attacken. Der durch diese verknackte Dämonen-Sache war ein bisschen besser dazu gekommen. Der Captain wurde das erste Mal in seinem Leben mal wieder richtig. Mir doch egal, ob der Trunks wehtut, aber da heißt hier Freunde. Da heißt hier undankbar. Was hat sie dem überhaupt gegeben, außer eine bescheuerte Frisur in lila Farbe? So, halt die Klappe, Trunks, ey. So, da hatten wir gerade auch schon. Was zum? Ja, genau, raste aus! Erst gar nichts können und jetzt auf einmal. Alter, jetzt übertreib! Stück Scheiße, ey. Alter. Erst gar nichts können und im letzten Kampf natürlich, da kann er dann alles. Da geht er dann richtig ab. Ja, hast doch gerade auch bei seiner Spezialattacke gesehen gehabt. Da wär's auch ausgewichen und dann auf einmal. Ja, ich versuche in der Nähe zu bleiben, sodass er sie vielleicht gar nicht erst einsetzt. Oh, jetzt kommt der jetzt. Jetzt nimmt er bestimmt Son Goku. Jetzt muss ich gegen Son Goku kämpfen. Wetten? Nein. Ey, wird ihm alles zutrauen im Spiel. Okay, die Magie funktioniert nicht bei ihm. Ja, dann bin ich ja beruhigt, dann muss ich mich ja weniger aufregen. Dass ich eins. Oh oh. Nein! Alter! Och nee! Ich hab's gesagt. Ja, Leben, du bist witzig. Ich kann nicht blocken und gleichzeitig das machen. Ich hätte zu viel verloren. Nee, da hättest du ausweichen. Na, ausweichen kannst du aber nicht. Ah, lang genug ausweichen. So, hab ich jetzt einen scheiß Erfolg gekriegt? Ja, witzig nochmal, ey. Die haben nicht mal vernünftige Rücksetzpunkte.
Mann. Ja, Schnauze, weiter. Komm. Wird wohl der letzte Kampf in der Story sein. Meine Frau, so schwer kann das doch nicht sein. Nein, sieht er ja auch nicht aus. Seine ganzen kleinen Knips und Tricks und was er nicht. Aber ich weiß auch manchmal nicht, wozu Kaioshin überhaupt da ist. Ich könnte nicht mal kämpfen. So richtig. Ja, oder deswegen die Auszeit bekommen haben. Aber die ist ja jetzt Kaioshin. Ja. Ah, jetzt habe ich wieder nicht genug Ausdauer, ey. So. Trunksy. Renn ich weg. Lass ich von ihm Onkel vermöbeln. Ja, renn weg, genau. Alter. B-Cell Junior, die machen nämlich die gleiche Schose auch immer. Der zieht ja eigentlich ja, der ist. Gibt denn ja auch irgendwelche Stärken, so wird ja nicht. Trunks würde ich sonst ganz normal einfach wegrennen. Trunks ist doch keine Rede wert, ey. Gerade wegfliegen, hat nicht funktioniert. Wo ist die Attacke hin? Geht mal ein bisschen. Ist weg. Verdammt, die Scheiße. Tschüss! Ja, genau. Spam. Spam. Ist mir egal. Spam.
ja schon so verzweifelt hier. Ja. So, komm die Migra. Beziehungsweise Son Goku, wo bleibst du? Ach, du hast eben ja noch nicht die Hälfte abgezogen. Gut. Nein, 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 nein. Ah, sie verschwindet. Super. So, Goku, jetzt wollen wir aber, oder? Kriegt einen super von Son Goku in die Schnauze und kümmert ihn nicht. Nimm mal vorsichtshalber die Kapsel. Ja. Alter, der ist so lächerlich. Proton-Spur! Ah, super, ich hab vorher gewusst. Alter! Spacko! So, und? Warte, noch nicht freuen hier. Noch nicht freuen, ey. Wir? Okay, wenn Son Goku... Wenn die Cutscenes hat er doch auch gehört. Also komm, wenn Son Goku sagt wir, dann sag ich es okay. Ach nee. Immer noch nicht fertig. Ja, Rang S. Ey, trotzdem Rang S, ey. Boah. Z ist dann bestimmt nur noch ein bisschen schneller kaputt machen. Mit Level 80, so klack, 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 klack. Und du bist nur mit 22. Oh, ja. すべて消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国造国壊れれば全てが何もかもが消えてしまうのよ。バカ。私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた何を考えているの。 Son Goku direkt dreifach. Ja, wir sind nicht so schnell wie ein Son Goku Nase. Oh, guck doch nach vorne. Was hat er denn? Hier ist Happy End. Nein, die Migra beherrscht die Welt, Happy End für alle. Was geht denn jetzt?
Was ist passiert? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ist er schon tot? Nee, Quatsch. Wir kennen ja, wir wissen ja, wie sie aussieht. Wir sind am Zeitstrand. Oder Zeitstrahl, oder? Hey, eine Schriftrolle. So, ne Mann, bringst du mir bitte heute noch ein Glas Milch mit? Nein, du kommst so mit sich. Ja, 1850. Achso! Ach so! Jetzt haben wir nochmal eine Möglichkeit gefunden, das gerade zu machen. Werden wir jetzt auch dreifacher? Nein, aber wir weichen aus. Oh, nee. Oder Son Goku passt auf. Nee. Da haben wir jetzt, wie heißt das nochmal? Déjà-vu. Nein. Mit dem Weißer, wenn der Tag immer im Zeit-Dingsbums hängt. Wenn das immer wiederholt ja, wird. Ja, Wiederholung, ja. Mal, wie heißt das denn nochmal? Ich hab's vergessen. Scheiße. Muss er Pipi? Na klar, hat sich das nochmal angeschaut, ja, oder? Jetzt weißt du, was passiert ist, oder? Och, nee. Super Saiyan Gold? Nein. Och, Menno. Er muss genau zu dem Punkt, den er gerade gesehen hat, nochmal zurück. Und dann ausweichen. Boah, jetzt aber gut dreimal. Ja, er hat natürlich so ein Tor zum Flüchten, war ja klar. Am besten jetzt so die Hand rein und den an der Haare und da rausziehen. Jetzt rettet er sich selber. Ja, Son Goku schafft das schon. Boah, bist du doch. Oder jetzt stirbt er. Wir lassen von Son Goku verrecken und machen es einfach selber. Lalalala. Wir ändern die Zahl. Ja, Son Goku verrecke ist egal. Ein Saiyajin. Oh. Und siehst du jetzt auch anders aus? Ach, der ist ein Verwandter von Zabon. Unbekannter historischer Kampf. Das ist dein Handy. Hauptsache er. Aber wenn du telefonierst, machst du draußen, ja? Ja, Hauptsache er besitzt weiter seine Ohren. Ja. Alter Schwede, ist der hässlich. Na, mal sehen, wie wir uns gegen den Dämonengott, die Migra, jetzt. Boah, Alter, der hat mir aber mit einem Schlag ziemlich viel abgezogen. Alter Schwede. Scheiße, wieso hat mein Angriff denn nicht getroffen? Oh. Ah, Son Goku hat es irgendwie geschafft. Ey. Und hat uns natürlich auch irgendwie gefunden. Jetzt gibt's noch mal Prügel. Ah, yeah. We'll be right back.
Komm, Son Goku, gib ihm. Jawolle. 35er kommt er, schön. Ich hatte alleine schon eine 50er, so ist das jetzt nicht. So, danach haben wir aber dann Dragon Ball Xenoverse, glaube ich, auch mal fertig, ne? Ganz ehrlich, in seiner anderen Form fand ich den Prefab-Fußball. Der sieht einfach nur hässlich aus. Ja. Okay, er ist groß. Und hässlich. Ja. Aber er hält auch ziemlich viel aus, muss man sagen, ey. Ja, obwohl, gegen Faustangriff ist scheint er wohl ziemlich. Achso, nee, weil sein Ding da aufgebraucht ist anscheinend. Ja, Dimitra, da hast du dich wohl ein bisschen übernommen, Kollege. Na, 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 na. Das kann nicht sein, das darf nicht. Oh oh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter, Alter, komm mal klar. Komm mal klar. Ich seh nichts mehr. Ich glaube, ich gehe einfach in den Blockstahl. Block einfach nur. Wow. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Au. Über dir und der macht einfach wieder seine Arme. Ja, aber irgendwie ist die scheiße, ne? Die geht immer daneben, kann das sein? Ja. Höllenspirale in den Rücken! Höllenspirale in die Fresse! Und nochmal Höllenspirale! Jetzt aber komm! Ja, abgewehrt. Komm, friss! Yes! Wir haben den Schurken, der hinter allem steckt, besiegt! Achievement! 100 Gamma Score! Zeitkristall! Nee, 70. Zeitkristall später 1. Ein oder einer, keine Ahnung. Wow. Fusion? Oh, ich will irgendwas Geiles sehen. Was ist das hier? Jawohl! Hallo. Das ist geil. Mit Son Goku kann man ja mehr zusammen abschießen. Okay, das ist geil. Ich hab nichts gesagt, das ist richtig geil. Goodbye, my love, goodbye. Meiner könnte auch zweifacher Super Saiyan gehen, dann gäbe das noch mehr Kraft. Kleiner Tipp nebenbei. Okay, hat wohl auch so gereicht. Oh, hier vorher kenne ich dieses immer. Cell, ne? Na. Da ist der kleine Vogel. Okay, Toki. Toki, Toki. Entweder sagt er mal To, dann sagt er mal Ki. Halt den Vogel am Kopf fest. Ach, heilen kann sie also auch. Masker Trucks? Wie ein Schwächling aussehen. Wuhu. Sein Schwert benutzen. Kackvogel.
Yay, yay, yay. Und sie kann mit dem Finger zeigen. Du! Jetzt hab ich gesehen. Was hast du gesehen? Du müsstest mal trainieren, Kollege. Du bist der einzigste Partner für mich. Ich will nicht. Oh, Controller in die Hand. Das ist Son Goku. Typisch Son Goku. Let's go! Ah, oh, ihr könnt nicht hier kämpfen. Genau. Genau. Du kannst mir hier auch einfach die Schulter packen. Wir teleportieren uns irgendwo hin und kloppen uns dann. Okay. Ach, die lebt ja auch noch. Ja, genau, damit Kiana mit Bart. Ist ja richtig geil. Time Patrol no Shintain Koho ga atsumarimashita yo. Ja. Ah, genau. Come here, bitches. Klopp, klopp, klopp. Bisschen slapstick. Jetzt hergekommen, wenn du dir einen von denen hättest aussuchen können. Ja. Schade, dass die eigene Figur kein Lachen hat. Wir haben nur Trunks und die. Was? Kaioshin. Du hast keine Stimme? Ha, ha, ha. Dann hätte ich die englische. Englische genommen, dann hätte. Skills! 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 Ja, warte, hätte ich die englische Sprachausgabe genommen, hätte ich aber auch die Stimme von dem Nappa-Typen genommen. Achso, ja. Geometry! Advanced Geometry! Warte, ich will eben kurz hier rein. Ob die da jetzt auswählbar sind oder ob man da irgendwas Bestimmtes machen muss. Ne, man muss was Bestimmtes machen. Okay, dann muss ich mal im Internet gucken, wenn ich ehrlich bin, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich machen muss. Achso, um auf Bardock und Broly zu treffen. Ja. Ja, gehen wir erstmal hier raus. Dann benutze ich die Skills und dann, ja. Dann beenden wir die Episode und dann, ja. Gucke ich mich mal um, wie wir noch die anderen beiden treffen können.
Der muss ja nicht hier jetzt alles noch in KI stecken. Achso. Der große Krillin. Wow, eine Senso-Essenz. Ich habe mir 10.000 Zeni gespart oder so. Wer bist du denn? Ah, ich wette, ich spekuliere jetzt drauf, man muss die vielleicht sammeln. Ja. Um genau diese Sachen zu bekommen. Ach nee, wo will ich denn hin? Boah, ey! Jetzt verklicke wow. Ich mal. Willst du jetzt nicht alle in KI stecken? Ja, ich habe auch in Ausdauer gesteckt. Ausdauer brauche ich auch ein bisschen. So, ein bisschen mehr KI, ein bisschen mehr Ausdauer zum Ausweichen etc. Ja. Besiegte Gegner 5 oder 67. Höchste Kombo, siehst du 58. Ja. Siehst du, Zeitpatrouillen sind nämlich 90%, da fehlen die anderen beiden. Dann habe ich erst 100. Schau mal, warte, beim Ausrüstungsding oder so, ob dann neue Sachen sind. Müssen wir, im Shop oder was? Ja, im Shop. Müssen wir jetzt auch neu. Ja, gut, dann gehen wir noch einmal zum Shop. Da stand gerade noch der Elmund und dann war er auf einmal weg. Ah, ich muss den Quest machen für Guanide. Wenn ich den Gegenstand kriege und dann soll der schwerste Parallelquest sein. Yay! Ich freue mich ja den schon tierisch darauf, den zu machen. Ja. Fähigkeit laden. Sagst du? Joa, ist jetzt auch nicht mehr als vorher, ne? Ein bisschen. Teleportation. Das ist gut. Die will ich haben. Aber sonst? Da weiß ich jetzt nicht. Boden gegen Decke. Ah. Super. Was? Nee, ultimative Sachen. Super Absorption. Das ist bestimmt so eine Scheiße von ja. Dingens. So. Lustiger Anzug. Nur für Matsche. Ja, dann können wir uns ja auch noch später umgucken, wie man jetzt neue Charaktere erstellen kann. Genau. Weil sollte ja jetzt eigentlich gehen. Aber das machen wir abseits des Let's Plays. Yay. Ja gut. Dann, wie lange haben wir denn aufgenommen? Oh, so 2 Stunden wieder am Stück. Liked es, wenn ihr liked, wie Mike den Arsch kriegt. Ich meine Takeshi. Und... Du machst immer super Gründe, warum die Leute sich das nie wieder angucken sollen. Wenn ihr noch mehr liked, zieh ich mir irgendwann mal Frauenkleider an. Ja, machst du auch sowieso. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein, Christian. Total. Ja. Und wir sehen uns dann zu irgendwelchen anderen Episoden, wenn wir uns Bardock und Broly reinziehen, ein paar Online-Kämpfe machen oder mal offline eine Runde spielen. Yay. Bis dahin. Ciao. Tschüss, meine lieben, verehrten Zeitpatrouillen. Chakras. Fans, Dragon Balls, wie auch immer.